ist so clever, hat sich beim Reiterhof eingemietet und kann zwei Reithallen nutzen. Genau. Ist das ein Alleinstellungsmerkmal? Das kann man sagen, ja. Kann die ganze, sagen wir mal, die Reithallen, die ganze Reitanlage nutzen. Wir haben ja auch noch mehrere Reitplätze. Ja, ja. Einer ist noch da oben, da gehen wir nachher hin. Ich euch noch die Reithalle. Reithalle, okay. Die erste und dann haben wir noch eine, zwei Reithallen. Okay. Wie viel Teilnehmer sind ja so am Tag so auf den Fähren? Oder sagen wir, Kinder und Jugendliche, wir kommen jetzt hier 10, 20, 30. Also wenn wir normale Bedingungen haben. Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben hier Reitunterricht jeden Tag, eine Kindergruppe auch. Ja. Und wir haben am Sonnabend drei Kindergruppen, Sonntag eine Kindergruppe. Also kommen jeden Tag auf jeden Fall 5 Leute, die hier so im Schuh. Wir haben ja auch so Training für ganz kleine Kinder, also für Jugendliche, Kinder, die hier einsteigen können. Und da haben wir jeden Tag auf jeden Fall eine Gruppe. Das sind so 5 Leute. Voltigieren auch? Nein, das machen wir nicht mehr. Das haben wir früher mal gemacht. Gleich richtig reiten. Bei uns geht es mit der Longe los. Das ist so im Kreis an der langen Leine. Ne? Und da können die Kleinsten, wir fangen so mit 7 bis 8 Jahre an mit dem Unterricht. Und vorher haben die Leute die Möglichkeit, Pony zu führen. Also wir haben ganz kleine Ponys hier, die man dann führen kann, auch für Kinder, die so ab 2 oder so sind. Ne? 2 bis 6 oder 7 oder so. Ne? Also gibt jetzt alle Möglichkeiten. Ne? Dann haben wir hier die erste Reithalle. Okay. Da machen wir jedes Jahr einen Vereinsausritt. Also wir hatten das jetzt die letzten Jahre so gemacht, zum Friesenhof nach Trastenheide gibt es noch einen Reiterhof und da gibt es einen Hotel- und Restaurantbetrieb. Okay. Und da haben wir dort immer so eine Rast gemacht. Also wir haben so sozusagen so einen 5-6-stündigen Ausritt gemacht für die Vereinsmitglieder als Abschluss der Saison. Ja, dann haben wir hier früher immer so Shows veranstaltet auch im Sommer für Touristen. Und das war auch vom Verein unterstützt. Okay. Also waren Vereinsmitglieder dabei und dann haben wir so Vorführungen gemacht, auch später noch in Heringsdorf. Aber durch Corona ist das jetzt eben alles erstmal gewesen. Ja, mal sehen, wie wir dann wieder in Gang kommen. Also wir sind ja hauptsächlich auf Dressur spezialisiert, aber wir machen auch Springunterricht. Aber Dressur ist unser Hauptaugenmerk. Aber rechts ist immer wieder so ein bisschen nach oben, ne? Aber, was? Ja, aber geht. Achtung, jetzt mal aufpassen, dass du sie nicht, dass sie leicht Schulter vorstellst. Also, dass sie nicht schief macht, ne? Sonst musst du immer mal so ein bisschen abwenden.